Hallöchen, meine lieben Wollmäuse, da bin ich wieder mit einem neuen Video von mir und zwar mit einer Frage bzw. auch so eine kleine Vorschau. Ich hatte ja bei Instagram, für diejenigen, die mir bei Instagram folgen, werden es wahrscheinlich gesehen haben, in einem meiner Stories nachgefragt, ob ihr Lust hättet auf einen Kell mit mir. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Also nicht jeder weiß es, deswegen erkläre ich es ganz gerne. Ein Cal, also C-A-L geschrieben, bedeutet auf Englisch Crochet Along. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt zusammen häkeln. Das heißt, ein Designer oder eine Designerin entwirft eine Häkelanleitung und die wird in einzelnen Teilen dann hochgeladen und veröffentlicht. Meistens oder in fast allen Varianten ist es eine schriftliche Anleitung. Es gibt aber natürlich auch Videocalls, je nachdem. Und Stück für Stück wird das veröffentlicht. Die Abstände bestimmt der Designer dann selbst. Das ist dann entweder einmal pro Woche kommt ein Teil online oder zwei- bis dreimal die Woche geht ein Teil online. Und man findet sich dann online in einer Gruppe zusammen. Meistens sind es dann Facebook-Gruppen. Ich habe ja auch eine, den Link dazu findet ihr in der Infobox unter diesem Video, wo man eben auch Fragen stellen kann zu meinen Anleitungen und so weiter. Und dort wird dann eben die Anleitung besprochen, beziehungsweise wenn da Fragen entstehen, kann man sich da gegenseitig dann austauschen, helfen, unterstützen. Und so entsteht nach einer bereits erstellten Anleitung, die der Designer oder Designerin nur für diesen Kell erstmal vorläufig entworfen hat, Stück für Stück entweder ein Tuch oder ein Seelenwärmer oder was auch immer, Handschuhe, wie auch immer. Und in diesem Kell, die Mitglieder, die dort mitmachen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das sind die ersten und dann erst einmal die einzigen, die dieses Stück ganz neu nachhäkeln dürfen. Das heißt also, ihr kommt dann als erstes in Berührung, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, mit dem neuen Design. Und habt dann als eine der ersten dieses neue Stück dann für euch. Und da hatte ich halt mal nachgefragt, ob ihr überhaupt Interesse daran besteht, ob ihr Interesse daran habt, mit mir ein Kell zu machen. Und da war die Begeisterung recht groß. Und dann hatte ich gleichzeitig noch nachgefragt, ja, was soll es denn werden? In welche Richtung soll es denn sein? Und ich glaube, da habe ich einen folgenschweren Fehler gemacht. Ich wollte eine Umfrage machen mit zwei Optionen. Und ich muss das nochmal durchstudieren. Ich bin in technischen Sachen nicht so topfit, aktuell, modern, wie manche vielleicht hoffen oder meinen, wenn man mit Instagram und so weiter unterwegs ist. Ich glaube, ich habe diese Umfragefunktion irgendwie nicht richtig organisiert bekommen. Ich habe zwei Umfragen gemacht quasi. Möchtet ihr einen Seelenwärmer? Da haben, was war das, glaube ich, 88% Ja gesagt und der Rest Nein. Und möchtet ihr ein Dreieckstuch? Da haben 81% Ja und der Rest Nein gesagt. Und ich wollte eigentlich, dass entschieden wird, Seelenwärmer oder Tuch. Weil zwei Kells zu machen, ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und da weiß ich nicht, ob ich das alles unter einen Hut bekomme. Und erst recht nicht zeitgleich. Also das sowieso schon mal gar nicht. Und dann war ich so am Überlegen, machst du jetzt zwei Kells? Wie willst du das jetzt organisieren? Mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall die Resonanz bekommen, dass ihr an beidem Interesse hättet. Also ein Kell für ein Tuch und ein Kell für einen Seelenwärmer. Ihr könntet ja, wenn ihr möchtet, hier und in der Kommentarfunktion unter dem Video auch nochmal eure Meinung dazu geben, was ihr lieber hättet. Ein Tuch bzw. ein Dreieckstuch oder ein Seelenwärmer. Aber ich glaube, ich fürchte schon fast, es wird dann auch so ausgewogen sein, dass die eine Hälfte sagt, ach, mach doch einfach beides, oder ein Drittel sagt, oder andere Drittel oder Hälfte sagt Tuch und die anderen sagen dann, ich möchte lieber einen Seelenwärmer. Ich habe beides schon länger nicht mehr hier bei YouTube zum Beispiel auch gezeigt. Seelenwärmer schon irre lange nicht mehr, also schon sehr viel länger nicht mehr als ein Tuch. Ich muss mal gucken. Was es aber wohl werden wird, ist eine schriftliche Anleitung, die ich hier
aber auch auf YouTube besprechen werde. Wahrscheinlich nicht in allen Einzelheiten, aber ich werde dann nach jeder Veröffentlichung eines schriftlichen Teils auch hier bei YouTube ein Video hochladen dazu. Und ja, da werden wir dann mal gucken, ob ich allen gerecht werde, weil ich weiß, dass es viele, dass viele halt lieber nur mit Video häkeln und aber eben auch sehr viele nach schriftlicher Anleitung. Ich werde sehr wahrscheinlich nicht allen gerecht werden können in dieser Variante, was den Kerl betrifft. Da kann es passieren, dass ein paar Leute sagen, nee, mit der Variante, die du da gewählt hast, bin ich nicht zufrieden. Ich möchte lieber Video oder lieber nur schriftlich oder wie auch immer. Eine komplette Durchmischung wird es nicht geben. Also die komplette Anleitung in Teilen wird es dann entweder nur schriftlich oder nur als Video geben. Ich kann das zusammenfassend nicht durchmischen. Das wird mir zu viel Arbeit. Wird dann auch zu kompliziert werden, weil eben diese Anleitung dann vorerst auch nur in dieser Gruppe stattfinden soll oder veröffentlicht werden soll. Und das ist dann mit YouTube eben generell ein bisschen schwierig, weil es dann ja jeder auch sieht und man diese Anleitung in Teilen dann ganz schlecht im Call besprechen kann, wenn Fragen entstehen und so weiter. Und das soll dann erstmal nur in dieser Gruppe stattfinden online und man dann unter sich sein kann und sich darüber austauschen kann. Das ist dann schon ganz wichtig, dass ich dieses Prinzip von Kell eben auch beibehalte. Und wer sich fragt, was das hier für ein neues Tuch ist, das einige vielleicht noch nicht gesehen haben, das ist ein neues Tuch, fällt mir gerade ein, weil ich es hier gerade um habe, ist ein ganz, ganz neues Tuch. Und zwar ist die Anleitung dafür in meinem neuen Buch, was gerade rausgekommen ist. Häkeln mit Bobbel, Tücher, Tücher, Tücher. Da ist die Anleitung für dieses Tuch mit dabei. Und in meinem neuen Buch Seelenwärmer, Jacken und Co. und Westen ist da auch noch eine Jacke drüber drin erklärt mit diesem Muster. Also ich werde, wenn ich ein Dreieckstuch mache, mit mehreren unterschiedlichen Mustern dann arbeiten. Also das ist nicht in eins durch. Also hier verfolge ich ja das ganze Tuch über immer ein Muster. Und das wiederholt sich, ne? Also hier mit diesem Magic Spider heißt das Tuch. Und wenn ich zum Beispiel ein Kell mache für ein Dreieckstuch, dann wird das unterschiedliche Muster beinhalten, was dann so kreuz und quer durchmengt wird, dass man schöne einzelne Abschnitte hat. Im Seelenwärmer müsste ich dann gucken, weil das ja eben auch ein sehr großes Projekt wird, ob ich das mit mehreren unterschiedlichen Mustern machen könnte, oder ob ich ein Muster dann beibehalte. Das werden wir dann sehen. Aber ich bin auf jeden Fall auf euer Interesse gespannt, ob ihr überhaupt Lust dazu habt oder ob es jetzt erstmal nur bei einer kleineren Gruppe auch bleibt. Wichtig zu wissen ist, ich werde ein Kell definitiv vorbereiten, habe mich aber noch nicht so ganz entschieden, für welche Variante, ob nur Tuch oder Seelenwärmer. Ja, werden wir dann sehen. Also ihr werdet sehen. Wir werden es alle sehen. Ich bin gespannt. Ich habe mir schon aus meinen eigenen Wicklungen Bobbel zur Seite gelegt und überlege. Und gucke sie mir jeden Tag an und überlege, was, wie, wann, wo, warum, wieso, weshalb, warum ist die Banane krumm und so weiter. Also der Kopf arbeitet bereits und ich habe hier aber auch noch diverse andere UFOs rumliegen, die auch fertiggestellt werden wollen. Ja, ein Zeitraum kann ich momentan noch nicht nennen, zu wann ich beginne. Ich muss ja erstmal das entsprechende Stück fertig bekommen, dann die Anleitung fertig machen. Also ein Zeitrahmen, zu wann der Kerl eventuell dann losgehen könnte, kann ich momentan noch nicht genau sagen. Ich hoffe, dass sie es nicht direkt in die Weihnachtszeit rein schaffe, weil ich denke mal, in der Weihnachtszeit sind wir alle selber total gestresst und haben alle möglichen Gedanken, aber nicht für einen Kell irgendwie da jetzt jede Woche online zu sein und die Anleitung zu besprechen oder Fragen beantwortet zu bekommen, wie auch immer. Ich denke also, wenn ich es jetzt nicht bis Mitte November oder bis spätestens letzte Novemberwoche online bekomme oder überhaupt fertig bekomme,
dann wird sich das wohl auf den Januar verschieben. Ich denke, den Dezember erspare ich uns alle, damit wir nicht in endgültigen Burnout-Weihnachtsstress-Häkel-Dings ersticken. Das möchte ich uns ganz gerne ersparen, uns allen. Da wird, denke ich mal, auch nur zwischendurch mal eine Stunde gehäkelt, wenn wir überhaupt Zeit dafür finden. Und deshalb, wie gesagt, wenn ihr bis Ende November nichts von mir hört, weiterhin zu einem Kell, dann wird es im Januar was werden, also im neuen Jahr. Aber es ist in Vorbereitung und hinterlasst einfach mal einen Kommentar, auf was ihr Lust hättet. Tuch, Seelenwärmer, beides oder vielleicht auch gar nichts. Ist ja auch eine Variante, habe ich noch gar nicht nachgefragt, ne? ja, also das erstmal dazu, zu den neuen Projekten, zu den neuen Ideen von mir. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne kreative Häkelzeit. Macht schön fleißig weiter. Es gehen demnächst auch neue Videos hier von mir online. Also seid gespannt. Ich freue mich auf Feedback von euch und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Eure Romy. Tschüss.